Luca, 2023, Gratulation zur Verlängerung. Wie fühlst du dich? Erstmal danke und ja, für mich eigentlich großartig, weil Sturm Graz ist halt der Verein, wo ich aufgewachsen bin. Ich spiele mein ganzes Leben schon bei Sturm Graz und ich freue mich, dass es noch weitergeht. Das Trainingszentrum da in Meißendorf ist ja ein bisschen deine zweite Heimat, oder? Ja, der Papa arbeitet schon seit 27 Jahren da. Ich bin da geboren quasi und lebe mein ganzes Leben schon da. Und ja, ist einfach ein schönes Gefühl. Was bedeutet der Verein SK Sturm Graz für dich? Es ist eine zweite Familie. Also meine Familie arbeitet ja bei Sturm Graz und ja, ich glaube, es ist nicht mehr viel dazu zu sagen. Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Du bist ja seit diesem Jahr fixer Bestandteil des Kampfmannschaftskaders. Was hast du dir so vorgenommen für die nächsten Jahre? Also auf jeden Fall erstmal noch Spielpraxis sammeln bei der zweiten Mannschaft und dann schauen wir mal, was die nächsten Jahre mit sich bringen. Vielleicht das Debüt oder ja, schauen wir mal. Wie ist das Training mit Jörg und Schü? Das sind zwei klasse Haberer und die sind immer, jede Trainingseinheit ist immer geil und nimmt mir immer viel mit von den zwei. Du, wenn man bei dir da die Adern aufschneiden würde, kommt es da rot raus oder schwarz? Ich glaube eher schwarz, aber rot darf ich nicht sagen, weil dann ist der Papa ein bisschen heiß auf mich, aber ja. Rot ist eine Farbe, die geht gar nicht für deinen Papa, oder? Nein, überhaupt nicht. Also rote Schuhe, rote Handschuhe, ganz schwer. Dann gratuliere noch einmal und eine schöne Zeit bis 2023 da bei uns. Danke.